Geile Tore. Große Dramatik. Die FIFA-Frauen-WM übertrifft alle Erwartungen. Es ist einfach fair, dass das auch mal, wie gesagt, mehr Beachtung findet, weil es ja auch eine großartige Leistung ist, die die da jedes Mal abliefern. Und trotzdem werden die Fußball-Ladies im Netz ziemlich gedisst. Frauenfußball? Seit wann wächst Rasen in der Küche? Du liest ja auch im Internet nur solche Kommentare, so, die könnt bei mir auch mal an die Latte schießen. Kanada hat echt paar heiße Schnecken im Kader. Sabba. Aber es ist einfach ein absolut katastrophaler Mist, so, ne, dass ihnen immer nur sowas begegnet. Boah, bei Südafrika war nicht eine niedlich, außer die 10, Linda Motlalo. Die Leute sollen mal einfach alle durchatmen, sich mal ein bisschen entspannen und nicht immer alles so haten wollen. In ihrem Podcast Gemischtes Hack diskutieren Felix Lobrecht und Tommy Schmidt über Gott und die Welt. Kurz vor WM-Start teilen auch Spielerinnen aus dem DFB-Team ihren Hashtag Unsere Weiber. Ein Zeichen gegen Ungleichbehandlung im Fußball. Der Hashtag, den wir da gewählt haben, oder den Namen, der ist natürlich auch ein bisschen satirisch, weil ja einfach, weil wir diesen Sexismus, der den Spielerinnen ja immer begegnet, oder was man so liest, selbst nach dem Auftaktspiel, es war überall nur unsere Hübscheste und unsere Schönste und wie auch immer, das haben wir dann halt so ein bisschen aufgegriffen, um damit halt zu spielen. Von wegen nur hübsch aussehen. Bei der Frauen-WM geht es ziemlich zur Sache. Argentiniens Aldana Cometti hat im Spiel gegen Japan einen Zahn verloren und nach kurzer Behandlung einfach weitergespielt. Also der Neymar, der besitzt, wird wahrscheinlich jetzt noch beim Zahnarzt sitzen. Das finde ich halt irgendwie geiler am Frauenfußball, dass da einfach, da wird weitergemacht. Das ist ein bisschen wie Männerfußball in den 70ern. Der Vergleich zum Männerfußball wird auch im Netz häufig gezogen. Die Torhüter sind D-Jugend-Kreisklasse-Niveau. Die würde ich mit meiner Kreisligamannschaft mit 3 Promille zweistellig abschießen. Hier, bitteschön, zum Vergleich, Bilder aus der Männer-Kreisliga. Wir können einfach auch mal gönnen und vielleicht auch mal probieren, sich ein Sportevent anzugucken, wo Frauen Hauptdarsteller sind, ohne nur zu überlegen, wen die bumsen wollen. Also, liebe Internet-Trolle da draußen, vielleicht einfach mal ein Beispiel an den anderen Nationen nehmen und die Frauen-Fußball-WM genießen.